Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Revelio. Defolio. Revelio. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Nicht leise genug. Ich habe keine Zeit. Crucio. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen.
Empfindung! Gut. Jetzt. Revelio. Umsehen. Confringo! Revelio. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Confringo! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! Revelio. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Sebastian, hoffentlich hilft er uns. Ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Revelio! Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war? Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Tryptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Jemand, der Renrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht.
damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Ich hoffe. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Eine Frechheit, sie runterzunehmen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch 2 Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Ist es wirklich so wichtig, die Glocken wieder aufzuhängen? Ob das so wichtig ist? Sie sind ein Teil der Schulgeschichte. Diese Glocken haben dem jungen Merlin gesagt, dass er zu spät zum Zaubern kommt. Oder Ignatia Wildsmith zum Essen gerufen. Wir dürfen Geschichte nicht verfälschen. Wir sind nur ihre Verwalter. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black. Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich. Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Wenn es nur um 2 Glocken geht, ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch.
Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Revelio. Ungerecht, dass ich ausgerechnet hier bin. Jemand muss sich darum kümmern. Die Leute beschweren sich über den Geruch. Lumos. Revelio. Der Schulleiter hat kein Mitgefühl. Lumos! Revelio. Ich suche noch. Revelio. All meine Galeonen nicht drauf ausgeben. Nur für zischende Wispies. Madame Green bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz hat angekommen. Sollte das Schloss wieder brennen, haben die Schüler Grund zum Flennen. Revelio.
Die Glocken müssen oben sein. Ah, gefunden. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Rebellion. Akio. Wingardium Leviosa. Der wäre geschafft. Rebellion. Akio. Wingardium Leviosa. Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Gegensatz zu Black. Rebellion. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Hallo, bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Erwarte hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos, willst du eine Runde verlieren? Spielen? Natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Akio! Genau wie geplant. Akio. Nette Technik. Akio. Wie geplant. Akio. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio. No,
Genau wie geplant. Akio! Das merke ich mir. Oh, du bist gut. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Ich übe so oft wie möglich. Übung, was? Kann ich ja mal probieren. Tja, jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Reveal. Revelio. Revelio. Ah, schön dich zu sehen. Revelio. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Ah.
Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Glaube ich, ist das dann. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Warum sich? Hallo, schön Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Das war erst die zweite, das heißt, da kommt dann noch ein. Danke fürs Vorbeischauen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauchten Getränke sein.